Ja, nur so. Ja, ob das jetzt gut aussieht, könnte man sich streiten. Aber sieht zumindest gar nicht mal so schlecht aus, ne? Eigentlich ja mal gar nicht so, ne? Das kann ich leider nicht so lassen. Warte mal, jetzt muss ich hier mal. Jetzt wird es hier gerade ein bisschen dunkel. Eigentlich immer die Nacht ja durchmachen. Die Monster habe ich. Oh nein, die Monster sind an, ne? Oh Leute, die Monster sind ja an. Und er lässt sich hier Zeit. Er lässt sich Zeit. Ach, Monster sind ja aus, ne? Kein Problem. Sprinte! Stimmt, ja, ich habe wieder Arsch gemacht. Ja, okay, kann ja mal passieren. Oh Gott. Da ist ein Creeper. Oh wei, oh wei, oh wei. Schnell. Hui, erstmal ein Steak. Nee, ist gar kein Steak. Aber hier so ein Schweinendings. Gut, lass uns schlafen gehen. Oh Gott, wir haben eben nochmal die Tür aufgemacht. So, hier dürfte ja keiner sein. Also in der Nähe der Monster verlegt es immer leicht. Das ist immer schlimm. So, dann können wir ja mal hier schlafen. Ausnahmsweise mal. Gute Nacht. Okay, jetzt würde ich trotzdem noch mal gerne ausprobieren. So ein bisschen mit den. Oh komm, mal eine Runde im Pool. Hui! Spinny. Okay, zu erreichen. Mit diesen kleinen Steinmauern. Vielleicht kann man ja mit denen. Oh, ja, was machen? Zum Beispiel hier sich so. Nein! Oh, Glück gehabt. Das könnte jetzt aber auch ins Höschen gehen. Eigentlich können wir ja hier runterfahren, ne? So eigentlich so. Oh Gott, die ganzen Eier, die da liegen. So viele Eier. Und da strampeln auch ein paar Monster. Aber jetzt haben wir das Schwert nicht hier. Gut, dann greifen wir halt zu einem neuen. Sterbt! Sterbt doch alle! So. Wow. Böse Spinny. So, ich glaube, ich bin vom Thema abgekommen. Genau, ich habe vorhin ein Lied gesummt. Wenn ihr im Urlaub wart, und zwar im Hotel, da gibt es immer so ein Entertain-Programm, was ja eigentlich so für Kinder ist. Und da habe ich schon öfter die Erfahrung gemacht, wir waren da mal 2 Jahre hintereinander in Griechenland. Auf Rhodos, weiß nicht, vielleicht war da schon mal jemand von euch. Ah, auf Rhodos, finde ich, ist eine sehr schöne Insel. Und da waren wir auch im selben Hotel, aber ist eigentlich egal.
Und jedenfalls, da gab es auch so ein Programm. Und im Herbst, da hat man dann schon gesehen, so die erste Woche, da war es noch relativ voll. Aber so in der zweiten Woche, da wurde es dann immer so richtig leer. Weil ja schon so zum Ende der Saison geht es ja dann immer schon so hin. Und da waren dann auch nicht mehr so viele kleine Kinder und auch Babys oder so. Und dann war es tatsächlich so, dass wir als 13-, 14-Jährige dann immer bei diesem Entertainment-Programm, da gab es also da gab's dann noch so ein Häuschen, so einen kleinen Club, wo die dann immer hingegangen so eine Spiele gemacht haben, wo wir dann wirklich, wo sonst immer nur kleine Kinder waren, wo wir dann wirklich so mit 13- bis 17-Jährigen immer saßen. Nee, das war immer geil. Da haben wir auch mitgemacht, so aus Spaß bei so einem Liedern, die dann immer so ein richtig, ja, so eine Kinderlieder machen und so. Ich würde euch jetzt gerne eins vormachen, aber erstens wäre das super peinlich. Und zweitens fällt mir auch gerade gar keins ein. Und warum muss denn auch unser Inventar so voll sein, ey? Sind das nicht vielleicht doch zu viele Gitter? Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Man könnte ja... hier zum Beispiel noch ein bisschen was anderes mal machen. So zum Beispiel. Und wie sieht das aus, wenn ich... ja, wunderschön. Okay, das hat sich dann auch erledigt. So, Fackeln wollte ich hier auch nochmal anbringen, ne? So. Nein, da nicht. So, okay. Hätten wir das schon mal. Ich weiß nicht, machen wir da eine Eisentür rein? Würde eigentlich besser passen zu einer Dings, zu einer Schmiede. Obwohl mir die Eisentür in dem Textshop eigentlich gar nicht so ganz gut gefällt. Vielleicht könnte ich ja da nochmal eine andere reinmachen. Also, ich eigentlich sowieso nicht. Ich mache das ja immer nicht. Okay, das soweit. Es ist wirklich eine kleine Schmiede, ne? Eine süße kleine Schmiede. Aber sonst ist es so leer da drin. Ich weiß gar nicht, wie sie so füllen soll sonst, ne? Ein Dach soll jetzt aber noch rauf. Und ich würde sagen, das machen wir aus Cobblestone-Treppen. Weil wir jetzt so viele Stone-Bricks hier schon verbaut haben. Wenn denn unsere Cobblestones dafür überhaupt noch reichen. Könnte ja ein bisschen eng werden, die ganze Sache. Oh, jetzt habe ich natürlich alle verbaut. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so schlau. Egal. Wir haben uns noch ein paar hiervon. Vielleicht kann man damit noch was anfangen. Okay, ein Dach soll es also sein. Bei Dächern bin ich noch nicht so ganz... was ich immer noch nicht so ganz, wie ich da so variieren kann, damit die auch ein bisschen anders aussehen. Ich finde die Sache hier so in der Art eigentlich sieht schon ziemlich gut aus. Aber so was anderes fehlt mir da noch, so die Idee, ne? Ich weiß nicht, wenn ihr noch so... Ihr könnt mir immer gerne Videoantworten schreiben, habe auch schon welche gemacht. Das freut mich immer riesig, wenn ihr mir Videoantworten schickt, wo ihr mir Sachen oder so erklärt. Die nehme ich dann oder nehme ich dann auch gerne an. Also, wenn sie dann gut sind und auch irgendeinen Nutzen haben. Ach ja, jetzt geht das wieder los. Oh... och. Eda, dankeschön. Manchmal will er die denn. So, jetzt interessiert mich natürlich, wie sieht das jetzt hier von unten aus? Ach stimmt, ich wollte eine Sache ausprobieren. Ah, stimmt. Ja, können wir dann immer noch machen. Okay, nee, ich glaube, das lasse ich so. Ist ganz okay. Es geht. Ist in Ordnung.
gerade echt Durst. Warte mal, ich trinke mal kurz einen Schluck. Boah, ja, Prost. Ich hasse das immer, ich weiß auch nicht. Entweder bilde ich mir das immer ein. Bäh. Klebrige Finger. Ey, das finde ich immer richtig schlimm, ne? Ich bin sowieso so ein Typ. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich mir das mal angeeignet. Ich bin nicht so ein Hygiene-Junkie, aber ich wasche mir, denke ich, also das kommt mir schon teilweise vor, fast schon zu oft am Tag die Hände. Also ein bisschen eklig finde ich das schon und so, ne? Ich bin auch so, ich weiß nicht, wie ihr da seid. Ich weiß, wie kam ich jetzt darauf? Ach genau, durch die klebrigen Hände. Wenn ich auf Klo bin oder so in der Schule. So allgemein öffentliche Toiletten finde ich sowieso immer ziemlich eklig. dann finde ich es auch immer keimig, wenn man da sich erst die Hände wäscht und wenn man dann die Klinke da anfasst, ne? Andere machen sich da King Kopf drüber, aber ich bin dann so ein Typ, wenn ich da überlege, wer da alles angefasst hat, wer da sein Pillemann schon an der Hand hatte und sich danach nicht die Hände gewaschen hat und ich fummel mir dann mit der Hand, mit der ich die Klinke angefasst habe, im Gesicht rum. Oh, ist das nicht mal hammer eklig, ne? So eine Gedanken mache ich mir dann und dann durch sowas wasche ich mir dann immer auf die Hände. Ja, aber gut, ist auch egal. Okay, so hätten wir das. Und dann wollte ich hier. Wo sind meine Half-Steps hier? Wollte ich in der Mitte so machen. Was meint er? Ich denke, so geht das. Ist zwar nichts außergewöhnlich Neues, aber ist okay. So. Oh Gott, reichen unsere Treppen? Werden unsere Treppen reichen? Und es ist schon wieder dunkel. Ey, es wird viel zu oft dunkel, finde ich. Wenn es jetzt dunkel wird und wir noch nicht fertig sind, dann zumindest mit dem Dach, dann mache ich kurz die Monster aus. Weil ich das jetzt hier schnell fertig machen möchte. Ich möchte nicht nochmal eine Nacht schlafen. Es geht ja relativ fix hier. Und wir, ja, mit den Karotten und Kartoffeln, ich weiß nicht. Mir hat auch irgendjemand geschrieben, da muss ein Schwert diese und diese Verzauberung haben, damit die überhaupt was droppen. Und selbst dann ist die Chance noch relativ gering. Also wir haben jetzt schon ein paar Zombies gehauen und da kam immer nichts raus. Also an Karotten und Kartoffeln. Deshalb brauchen wir die sowieso, um unsere Schweine fortzupflanzen. Und ja, da möchte ich auch gerne hier zum Beispiel Schwein reiten oder so, ne? Oder auch als Nahrungsmittel könnte man das ja dann auch nehmen. Und deswegen, wenn ich zufällig aus heiterem Himmel eine Karotte oder eine Kartoffel oder am besten beides vom Himmel fällt, dann werde ich mir eine schäden. Also die gibt es auf jeden Fall in Dörfern, das habe ich jetzt in einem Video gesehen. Aber mit Dörfern hier auf dieser Welt ist es ja sowieso so ein bisschen. Ein paar von euch, ich habe ja mal einen kleinen Aufruf gestartet, dass ihr, ja, dass ich euch um Hilfe gebeten habe, mir das Dorf, ein Dorf zu suchen. Finde ich hammer nett von euch, dass es wirklich einige von euch gemacht haben. Also vielen Dank an die sich da versucht haben. Manchmal erfolgreich, manchmal erfolglos. Ich hatte allerdings das Problem, da wurden mir dann Koordinaten geschickt. Entweder er wollte mich verarschen, hat mir die falschen Koordinaten geschickt. Oder es ist tatsächlich so, dass die Welt anders generiert, was mir zwar neu wäre, weil ich dachte, bei einer, wie heißt das, wie heißt denn diese Nummer da, diese World-Dings, ach, keine Ahnung. Also ich dachte, das ist dann bei jedem gleich, wenn man auf derselben Welt ist, dass es dann auch gleich generiert. Jedenfalls bei den Koordinaten war da nichts. Das haben wir schon mal, genau, da habe ich doch, oh ne, habe ich nicht. Ach, vergesst es. Ja, also vielen Dank an die da mitgesucht haben.